heiße Sonja Raab, ich bin 45 Jahre alt und habe 3 Kinder. Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann da in Opernitz im Ipstal. Also Goldspinnerei ist ein Wort, das ich erfunden habe, weil ich gesagt habe, man muss ein bisschen spinnen, dass man das macht. Es hat nichts mit Spinnen in dem Sinne zu tun, sondern ich habe gesagt, der eine spinnt laut, der andere leise und ich spinne mit Gold. Also Rumpelstilzchen war die richtige Berufsbezeichnung, aber die gibt es nicht. Also ich bin Künstlerin einfach. Die Klosterarbeiten, die kommen aus dem Mittelalter und die sind früher halt in Klostern gemacht worden, von Nonnen meistens. Ich glaube, das ist zu mir gekommen. Also ich bin nicht zu den Klosterarbeiten gekommen, sondern die haben, das war einfach die Krönung von dem, was ich jetzt 25 Jahre lang schamanisch gemacht habe. Und ich sage, das ist die Krönung der heiligen Dinge. Also mit dem kann ich jetzt das sagen, was ich 25 Jahre lang gelernt habe oder gemacht habe. Ich war Autorin, Kolumnistin, ich habe Seidentücher gemalt, Linolschnitt gemacht, ich habe Ausstellungen mit Acrylbildern gehabt, alles Mögliche. Also querbeet, alles ausprobiert. Ich habe einen Kurs, einen Wochenendkurs im Stift Seitenstetten gemacht. Und da lernt man die Grundtechniken halt. Und ja, aber ich habe beim Heimfahren schon gewusst, so mache ich es nicht. Also, wie ich heimgefahren bin vom Kurs, habe ich schon gewusst, ich werde das ganz anders machen und nicht nur Heilige oder Heiligenbilder schmücken, sondern alles, was mal heilig ist. Und da gehört halt was anderes auch dazu. Ja. 1707 bis 1777 hat es den Frater Eder in Waldsassen in Bayern gegeben und der hat Ganzkörperreliquien geschmückt, also so ganze Skelette. Und das war ein Traum, ein ganzes Skelett schmücken. Alles hat einen Spirit und jedes Tier hat eine eigene Kraft, also jedes Tier hat eine andere Kraft. Jeder Mensch hat eine andere Kraft. Und ich möchte halt mit meinen Arbeiten sagen, dass alles wert ist, geschmückt zu werden. Ob das jetzt eine Braut ist, die was einen Haarschmuck trägt mit Klosterarbeiten, oder ob es ein Heiliger ist, oder ob es ein Buddha oder eine Jesusfigur ist, ganz egal. Und Tiere gehören da genauso dazu. Schamanismus ist für mich einfach, es bedeutet, dass alles belebt und beseelt ist und dass alles aus demselben Urfunken entstanden ist und dass deswegen auch alles kommunizieren kann miteinander. Also wenn ich eine schamanische Reise mache, dann versetze ich mich in einen anderen Bewusstseinszustand und dann kann ich zu jedem Baum, zu jedem Berg, Stern, Wolke, ganz wurscht was reisen und kann mit dem kommunizieren. Für mich ist das eine Lebensform. Und ja, da spare ich mir ganz viel dadurch, weil ich brauche wieder, weiß ich nicht, einen Seelenklempner noch. Also, ich regle das mit mir selber. Ich habe alles drinnen in mir und ich glaube, dass das auch jeder hat. Jeder hat alles in sich und braucht es nur rausholen. Meine Tätowierungen sind entweder Opfergaben an die Spirits oder bestimmte Momente im Leben, die besonders waren. Geburt meines Kindes oder Familie oder Heimat. Also das sind die Muster vom Ammenhaus in Lunds zum Beispiel. Die habe ich fotografiert und habe es dann auf meine Hand übertragen. So wie Maori ist Maori-Tattoos haben, aber halt ich ein Ypsdaler-Tattoo. Also die Schrift von meiner Oma habe ich mir tätowieren lassen. Ein Sprichwort, was sie einmal geschrieben hat. Oder die Bienenwaben, weil mein Opa Imker war. Also es hat alles eine Bedeutung. Ich habe ein Eichel gebraucht, aber ich bin da geboren und aufgewachsen. Dann bin ich ganz lange in der Weltgeschichte herumgereist und bin dann, wie kurz vor dem Auswandern nach Kanada war, bin ich draufgekommen, dass wir eh da auch ganz schön was haben. Und ich habe mir dann gedacht, ich übernehme jetzt nicht die indianische Kultur meiner Freunde in Kanada, sondern ich schaue, ob ich selber sowas habe. Und dann bin ich zur Oma gegangen. Und bei meiner Oma habe ich dann vom Wurstknödel kochen über Socken stricken alles gelernt. Und die hat mir dann auch ganz viele Sachen über Hexen und Fluchen und Zaubern und was halt da so was erzählt. Ich mache eine schamanische Reise zu dem Wesen, was ich halt schmücken soll. Also wenn es die Himmelmutter ist, dann mache ich eine Reise zur Himmelmutter und frage, welcher Kleid magst oder wie magst du ausschauen dann und dann sagt sie mir das. Oder zum Tier, ich gehe zu dem Tier und frage, was magst. Es stimmt, also ich muss natürlich den Kunden auch fragen, was er will. Und das muss ich halt dann irgendwie vereinbaren lassen, dass wir sie zusammenreden. Der Kunde möchte das, ich darf das machen und bei der Reise kommt dann vielleicht ganz was anderes raus. Dann erkläre ich das dem Kunden und meistens sagen sie dann auch, mach einfach. Und dann passt es auch. Also das ist zum Beispiel eine Himmelmutter, die ich geschmückt habe. Da braucht man ungefähr, weiß ich nicht, 50, 60 Stunden dafür. Und sowas in der Größenordnung kostet um die 500 Euro. Also im Moment habe ich 30 Werkstücke ungefähr zu Hause, weil man ja wegen Corona schlecht ausstellen kann. Und es kann jederzeit wer kommen. Ich mache Führungen durch meine Goldspinnerei und dann kann man sich die Sachen anschauen.